So, meine lieben Freunde, willkommen zurück, State of Decay 2. So. Hello, I see you folks are my new neighbors. Could one of you come by to help me out with something? Whoever that is, they probably know a lot about this area. We could use a friend like that. See if they can help us find more meds. We need them to treat our patients until we can make the cure. Okay, wir haben ja letztes Mal mitgespielt. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile schon oben ist. Im Koop. Jetzt haben wir hier Belohnungen gekriegt. Das finde ich gut. Super, super toll. Oh, gleich nochmal. Okay. So, die Grenze wird von vielen kleinen Menschen und Klaren bewohnt. Okay. Das hatten wir schon mal. No way. Okay, wir brauchen auf jeden Fall Medikamente, wie es jetzt bei uns aussieht. Der ist, glaube ich, infiziert, ne? Ich glaube, der hat was. Details. Just a reminder, we're almost out of fuel here. Was heißt diese? Kämpft gegen den Infizierten. Halte dich von solchen Zombies fern, damit du plötzlich nicht noch länger ausgesetzt bist. Okay, den sollten wir auf jeden Fall heilen. Oh, da wollten wir nicht hin. Ja, da sieht doch ganz gesund aus. Nehmen wir den. Ah, er hat sich gerade einen Kaffee gemacht, ja. In der Küche. Okay. You really don't want to see what'll happen if we don't find more meds. I'm not so sure I'm gonna make it this time. Later, buddy. Benötigt das Heilmittel. Warte mal, wir haben doch. Wir hatten ja was gefunden im Multiplayer. Das könnten wir jetzt eigentlich verwenden. Müsste eigentlich hier drin sein. Oh, 7 Rucksack. 7 Rucksack haben wir schon. ¿Qué pasó, eh? Kiste mit schicken Riegeln. Da, Seuchenprobe. Ich weiß bloß nicht, wem man das dann hochgeben muss. Man das der Ärztin geben muss. I'm not so sure I'm gonna make it this time. Okay, dann müssen wir mal gucken, wo hocken die Ärzte oben. Oh, hier können wir auch noch irgendwas bauen. Die Lage wurde beschädigt. Okay, dann bau mal. Tu mal wieder rüber her. Hier ist er doch. Sieh nach, ob die Person, die uns angefangen hat, Medikamente zu machen, oder werden sie brauchen, Alex, um Leben zu halten. Okay. Ja, dann legen wir es wieder rein. Ich bin dem Fortschritt schon ein bisschen voraus. Durch den Multiplayer. Part, den wir gespielt hatten. Gotta be quieter. Yep. Oh, cool. Was haben wir denn hier? Alles mitnehmen.
Yeah, I like that. Oh, die Schatten sind in der Luft. Okay. An outpost right here? Hey there! Nachbar, okay. Wir fischeln hier erstmal das durch. Sehr gut, ein Packsack. Funktionen. Ich glaube, hier kann man noch Funktionen dann einbauen, oder? Vom Ansehen her könnten wir uns das holen. Warte mal, wir gucken mal auf die Map. Ne, der hat keine Effekte. Okay, jetzt gucken wir mal zum Nachbar. Zu. Hallo, grüß dich. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber eine Menge Zombies haben ein nahes Gebäude eingenommen. Es wäre für uns alle sicherer, wenn wir uns darum kümmern würden. Na klar, das kann ich machen. Kannst du vielleicht dabei helfen, etwas Medizin zu finden? Eine Hand wäscht die andere. Stations like this are pretty dangerous. If you need some extra ammunition, I have a few rounds to spare. If you don't clear out infestations now and again, they spread all over. Then they become a serious problem. Gotcha. Gotcha. Okay. Here they come. Während er da klappt, Infektionsherde sind gefährlich und können sich ausweiten, wenn du dich nicht um sie kümmerst. Infektionsherde werden durch Kreischer. Jetzt habe ich Kreischer gelesen. Kreischer erzeugt, die andere Zombies anlocken. Um ein Infektionsherd zu säubern, musst du Kreischer töten und das Gebiet von Zombies säubern. Okay. Der Typ folgt uns jetzt wahrscheinlich. Was haben wir jetzt? Warte mal. Wir können ihn doch hier beanspruchen, oder? Stell zwei Betten bereit. Plus zwei Betten für die Gemeinschaft. Charakterwechsel. Lalalala. Das ist immer gut. Dann gibt es nämlich nachher keinen Streit mehr. Da können wir uns sogar. Ne, Bedingungen nicht erfüllt. Welche Bedingungen? Wir haben doch ein Außenposten-Slot, zwei verfügbare Bedingungen nicht erfüllt. Ah, hier ist noch eine Kiste. Das Sorgeschütze muss nichts füllen für deine. Das war optional. Das nehmen wir mit. Sorge bei dem. Warte mal, kann man jetzt einnehmen? Nö. Bedingung nicht erfüllt. Wahrscheinlich müssen wir nachher nochmal wiederkommen oder hier erstmal alles durchsuchen. Was ist das denn? Konservierung. Ausrüstung benutzt wird, um Lebensmittel haltbar zu machen. Installiere diesen Mod in einer Küchenanlage, um unser Lebensmittellager zu erweitern. That's pretty heavy. ¿Cómo te va? Hast du. I'm hoping to make a trade. Interested? Bueno. Was haben wir noch? 7,26er? 22er. Ist egal. Wir handeln einfach mit dem. So,
Das Wichtigste, die wichtigste Währung der Grenze ist Einfluss. Ja, du verdienst Einfluss, indem du Ziele abschießt, in handelst und anderen Spielern hilfst. Gib Einflusspunkte, blablabla. Okay. Darf ich hier durch? Danke. Oh, Licht wieder aus. Blendet so schon wie verrückt. Okay, hier haben wir nochmal ein Packsack, ein bisschen Muni, eine Knifte. Das muss man nachher noch alles holen. And that's that. Okay, haben wir jetzt Bedingungen nicht erfüllt. Ja, dann weiß ich auch nicht. Irgendwas fehlt hier noch. Können ja mal kurz rausgehen, wieder reingehen. Das was bringt. Nee. Gut, dann keine Ahnung. Wir haben eigentlich alles durchsucht. Und den Schrank können wir nicht leer machen. Dann laufen wir jetzt mal nach Hause, bringen den ganzen Mist dahin. Dann kommen wir nochmal hier schnell hier hoch. Dann gucken wir mal. Oh. Machen wir gleich weg. So. Kann da nichts mehr machen. Und wir geben mal schnell alles ab. Oh, Erfolg. Aus tiefster Kehle 4 Kreischer getötet, okay. Hoppa! What are we gonna do about it? Name ist ein bisschen gering, ja, alles gut. Let me know if there's anything else we need. So, alles hier drin. Lalalalalala. Okay. Haben wir eigentlich, was haben wir hier? 7,26er, jetzt gucken wir mal Waffen. 22er, 9mm, 45er. Profi-Schalt einfach. Warte mal, die Mod können wir gleich installieren. Das war dieser Kochtopf. Das sind Pistolen. Was ist das hier? Waffen? Das ist alles, was irgendwie bauen und sowas, ne? Okay. Hier haben wir Mods drin. Alles klar. Weil wenn wir später mehr haben, müssten wir diese Bohle langsam mal kennenlernen. So, Küche benutzen, Mod. Plus 2 alles. Plus 5 verstärkte Materialien. Für alle Ressourcen. Zusätzliche Materialien. Munitionspresse. Na gut. Dann legen wir den Mod halt wieder rein. Ich dachte, den können wir da reinmachen. I just know it. In einer Küchenanlage, ja. Okay, dann holen wir uns das Haus nach oben. Way too loud.
Looks like we got another zombie here. So. Vielleicht können wir sie jetzt beanspruchen. Nee. Bedingung nicht erfüllt. Ich glaube mal, da kommt irgendwas noch. Oh, warte mal. Den Schrank müssen wir auch noch leer machen. So. Geht's jetzt vielleicht? Nein. Hätte das sein können. So, dann nehmen wir die Nahrung, nehme ich leider noch mit runter. Dann haben wir das Problem auch schon wieder gelöst. Jo. That was graceful. So. Sehr gut. Die Muni und so, das packen wir hier alles rein. Oder wir tun das rein. Das ausrüsten. Und hier wollen wir die... einmal Muni. Sehr gut. So, und dann gehen wir mal zu dem Punkt hier unten. If you don't come up with some cure, do me a favor and shoot me in the fucking head, okay? So, was können wir hier bauen? Werkstatt. Nochmal Betten. Regenkollektor. Sprengstoff herstellen, Waffen reparieren. Erlaubt uns außerdem, Waffen zu Einzelteilen wiederzuverwerten. Drinnen und draußen. Könnte man nicht direkt bauen. Okay. Dann werden die das machen, gehen wir hier runter. If you can, take out the screamer first. Otherwise, it'll just draw more zombies. Gibt's wieder Nahrung? Ich glaube, wir müssen öfters laufen. Oh Gott. Kann ich zu dir wechseln? Der Arme. Nehmen wir jetzt einmal alles mit. Und gehen dann nochmal hierher. Okay, nochmal Nahrung. Ist ja halt gleich hier oben. Bringen wir halt alles hoch. Rennen dann wieder runter. So be honest, how am I looking? So, Nahrung sieht mittlerweile richtig gut aus. Ah, ja. So.
So, das bringen wir auch wieder hoch. I'm running out of steam. Vielleicht mal ein bisschen Seiden stechen, ne? So, ein Packser kann man glaub noch. Kein Platz mehr für Lebensmittel. Aufwertung Lager, kosten 6. Das ist 6 Baumaterialien. Gehen wir nochmal hier rein und gucken, was war das? Auch Essen. Okay, dann lassen wir das hier drin. Bad vibes in here, man. Potenzielle Ressourcen fraglich. Okay, dann. Tja, weiß, was das mal für ein Büro war. Könnte man aber anspielen. Okay, ich weiß nicht, das müsste gleich da vorne sein, bevor wir da jetzt wirklich reinrennen. Machen wir nochmal einen Rucksack leer. Muni, wir finden verdammt viel Muni, das ist immer ein scheiß Zeichen. Screamer, better keep my distance. Stehen viel zu nah auf dem Haufen.
wir müssen den Screamer irgendwie da wegholen. Er steht halt genau mittendrin. Keine Idee, keine gute Idee. That was graceful. Erfolg. Aus tiefster Kehle. 4 Kreise getötet, hä? Das habt ihr vorhin schon mal. Ghetto Blaster, geil. Tragbares Auge. Selfie Lime vor so. Zu den Hingeschalten und so. Läuft so lange, bis beinahe leeren Batterie endgültig da sind. Okay, das können wir mal zur Ablenkung benutzen. Krug mit Ethanol, jawohl. We have plenty of trade goods here. Any takers? Come on by. Blood plague? Yeah, I've lost some friends to that too. You should know that the medicine just delays the inevitable. I'm sorry. No, it's okay. We know how to cure it. We just need to keep this lady alive until we can make the cure. For blood plague? Fuck, I wish I'd met you folks a month ago. Some of my friends might still be alive. We don't actually have the cure on hand just yet. We need to gather one more ingredient before we can craft it. What do you need? Maybe I can help. This is gonna sound crazy, but we need tissue samples from plague zombies. The doc brought a few samples from her lab back at the refugee camp, but she says we need more. So you need plague zombies, huh? I can point you in the right direction. Hasta luego. Yo, the new outpost is... I'm in a bit of a jam here. Anyone out there available to help? Minus... Achso, weil wir den gekauft haben. Aber wie ist das Ding jetzt? Ist egal. Okay. Oh, jetzt habe ich die Muni reingetan. So... Okay. Können wir hier eigentlich irgendwas bauen oder so? Nö, ne? Es hat aber einen leeren Slot. Das wäre halt cool. Wegpunkt. Außerhalb deiner Basis waren Schwerin und so aus dem Post. Okay. We're under siege and need reinforcements now. Oh shit, someone needs a hand. Damn, this place looks full of stuff. Jetzt kramen wir hier alles mal durch. Good times. Alles klar, da müssen wir hier auf jeden Fall nochmal hin. Baumaterialien. Cobwebs. Oh, thanks.
Gut, dann haben wir das hier alles clear. Also hier unten gibt es nochmal Nahrung, Baumaterialien brauchen wir aber dringend, damit wir das Lager, glaube ich, ausbauen können. Ja, aber jetzt erstmal das. I don't suppose you have some cure in your pocket there. Deine Gemeinschaft verfügt über 5 Ressourcen. Die meisten werden regelmäßig aufgebraucht. Stocke sie wieder auf, indem du plündest oder gärten. Darf ich? Stocke sie wieder auf, indem du plündest oder einen Garten oder Außenposten baust. Wenn die Ressourcen knapp werden, musst du mit Konsequenzen wie Hunger rechnen. Ja. Wir können trotzdem nicht aufwerten, da fehlen uns Ding. Wie viel haben wir denn? 5 Materialien. Alles klar, den Rucksack holen wir jetzt gleich. Hup. Hier das Zeug rein, alles klar und tschüss. So, Rucksack holen. Alle, ja. Stell dir Heilmittel auf der Krankenstation her. Ja, das machen wir auch gleich. Wir holen jetzt nur fix den Rucksack. Und hier müssen wir dann auch nochmal rein. Rucksack haben wir. Hier war nicht mehr drin. Hello survivors. This is Nigel Meredith again. As you know, we in Red Talon are working day and night to restore this nation's infrastructure. Until that's done, we need all of you to stay strong out there. Do not despair. Red Talon has not forgotten you. It seems like he really cares, doesn't it?